Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Video hier auf Tutorials Reviews More. Ja, ich weiß, ich habe euch leider jetzt in letzter Zeit ein bisschen im Stich gelassen, was die Videos betrifft. Ich komme leider auch nicht wirklich dazu, hier großartig was aufzunehmen. Aber ich werde es versuchen, wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Und heute möchte ich den Anfang machen mit dem Singleplayer Garage Mod von MLG That's Me. Ja, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, den Mod hat er schon mal vorgestellt. Ja, richtige Mod habe ich euch schon mal vorgestellt in der ersten Mission. Und seit der ersten Mission sind insgesamt drei Versionen rausgekommen, Version 2, 3 und 4. Und nachdem sich da einiges getan hat, möchte ich euch den Mod jetzt einfach nochmal vorstellen. Ja, wie ihr hier schön lesen könnt, gibt es einige neue Sachen. Es gibt an und für sich neue Garagen, die man mittlerweile kaufen kann oder kaufen muss. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Statistiken funktionieren und es gibt noch die Möglichkeiten, den Wagen besser zu tunen. Man kann Farben festlegen und all das so Sachen. Es sind auch einige Fehler natürlich behoben worden und lauter solche Sachen. Also gibt auch diesen mobilen Mechaniker, den man aus dem Multiplayer kennt, wo man eben sich den Wagen hinliefern kann, wo man ist. Das funktioniert mittlerweile alles und auch sehr cool. Und sehr gut, wollte ich sagen. So, sehr gut und ist sehr cool. Ja, Installation ist wie immer relativ easy. Ihr ladet euch das Ganze einfach mal runter. Download-Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Ihr braucht natürlich die Scriptbook 5, da würde ich euch sowieso raten, ja einfach mal abzudaten, denn da gab es eine neue Version vor 5 Tagen. Ich würde euch immer raten, auch direkt hier im Forum vorbeizuschauen, ob es eine neue Version gibt und immer updaten, wenn es eine neue Version gibt. Was ihr auch braucht, ist das Scriptbook 5.net. Das könnt ihr euch runterladen, auch hier im Forum. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Das ladet ihr hier runter, indem ihr hier draufklickt und hier einmal diese ZIP-Datei von Version 1.0 herunterladet. Und auch hier würde ich euch raten, einfach mal immer auf der neuesten Version zu bleiben. Und hier natürlich einfach hier klicken. Dann kommt jetzt die Website vom Modder und könnt euch das Ganze auch hier nochmal durchlesen, runterladen. Wenn ihr es runtergeladen habt, dann habt ihr wie immer hier 3 Ordner. Und diese 3 Ordner brauchen wir erstmal. Und zwar anfangen tun wir mit der Scripthook 5. Und wir brauchen natürlich wie immer unseren GTA 5 Ordner. Ich habe den jetzt hier vergessen aufzumachen. Mache ich gleich. Und zwar befindet sich der, wenn ihr es nicht eh schon wisst, nochmals zu sagen, einfach unter Steam, dann Steam Apps, Common und Grand Auto 5. Beziehungsweise wenn ihr es nicht über Steam habt, dann müsst ihr uns schauen, wo ihr es installiert habt. Seht ihr auch normalerweise unter Programme, die ihr installiert habt, müsst ihr das drinstehen in der Liste, wo ihr es genau hingeben müsst. Oder wo es halt sich befindet. Die Installation ist relativ easy, ihr geht einfach in den Bin-Ordner von Scripthook 5, da gibt es die Input 8 DLL und die Scripthook 5 DLL, die zwei Dateien brauchen wir, kopiert in euer GTA 5 Archiv, in meinem Fall habe ich das schon, muss ich es überschreiben. Dann brauchen wir die Scripthook 5.net, hier auch einfach die drei Dateien nehmen und hier rüber kopieren und wenn ihr eine alte Version drin habt, einfach ersetzen, ansonsten kommt das bei euch eh nicht. Und die Installation vom Singleplayer Garage Mod ist auch relativ einfach, hier auf den Script Mod und gebt den hier rüber. Auch in dem Fall updaten, kein Problem, wenn ihr eine alte Version habt. Denn das Coole ist hier, in diesen Garagen drin ist es, an und für sich sind diese Dateien leer, wenn man nicht gerade Fahrzeuge drin stehen hat. In meinem Fall hier, da ist kein Fahrzeug drin, dementsprechend ist es leer. Wenn ihr Fahrzeug drin habt, dann ist das hier unter Vehicle 000, das wird nicht überschrieben, das heißt, ihr könnt problemlos updaten. Ja, das ist auch schon die ganze Hexerei mit der Installation. Wenn ihr es installiert habt und einmal gestartet habt, dann habt ihr eine INI-Datei noch in eurem GTA5-Ordner, die spg.ini. Hier könnt ihr, wenn ihr unbedingt wollt, auch eine andere Taste fürs Menü des Mechanikers festlegen. Ja, das war's eigentlich. Viel mehr könnt ihr da eh nicht machen. Gut, dann ist es auch schon die Installation. Wie immer, links, wie gesagt, in der Beschreibung. Installation ist wie immer relativ easy bei Script Mods bei GTA 5. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, wir befinden uns nun wieder im Spiel drin, oder beziehungsweise jetzt im Spiel. Und das erste, was ihr bemerken werdet, es gibt auf der Karte solche schönen Garagensymbole, die ihr kaufen könnt. Das ist ähnlich wie die eine Garage, die es pro Charakter im Spiel von Haus aus schon gibt. Gibt es hier weitere Garagensymbole, die könnt ihr kaufen. Und ich habe mir hier schon zwei gekauft, die hier oben und die hier. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man standardmäßig eine hat, muss ich gestehen, weil ich habe eigentlich nichts gelöscht. Ich glaube, wenn man schon Fahrzeuge drin hat in der Garage, dann wird einem die Garage geschenkt oder zumindest die Fahrzeuge. Und ja, es gibt einige Neuerungen eben auch, was das Ingame-Verhalten sozusagen betrifft.
Denn es gibt solche schönen For-Sale-Schilder, wie man sie, wie gesagt, aus dem Hauptspiel eigentlich kennt, aus dem Multiplayer kennt. Wenn ihr da E drückt, dann gibt es so ein schönes Menü, könnt ihr euch eine Garage kaufen. Ich habe mir jetzt einmal Storage 1 gekauft und könnte mir tatsächlich einfach Storage 2 auch kaufen. Ich habe nicht genug Geld. Welche Überraschung. Das Schöne ist auch, das Spiel, es wird natürlich, eigentlich Spiel Safe Game unabhängig gespeichert, weil es einfach im Hauptordner gespeichert wird. Also im Skriptordner. Das heißt, ihr könnt mit, egal welches Safe Game ihr verwendet habt, dann diese Garage. So, ich bin jetzt etwas unfair und habe mir Geld gegeben. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Storage 2 kaufen, klicken wir drauf und Confirm to Purchase. Und es gibt auch diese schönen Kamerafahrten, ähnlich eben wie man sie aus dem Multiplayer auch kennt. Es gibt auch diese schönen Einblendungen oben, das ist richtig gut gemacht, das wirkt richtig professionell auf jeden Fall. Finde ich richtig geil, dass er das so gut gemacht hat, so wirklich professionell einfach, finde ich. Gefällt mir richtig gut. So, prinzipiell ansonsten fahrt einfach zur Garage hin, drückt E, um die Garage zu betreten, wie man es schön kennt. Und jetzt können wir natürlich auswählen, wollen wir es in Storage 1 oder Storage 2. Wir schmeißen es einfach mal in Storage 1 zu meinem anderen Fahrzeug dazu. Und was sehen wir hier Schönes? Wir haben jetzt hier in meinem Fall zwei Fahrzeuge drin. Und wir sehen auch schon die Statistiken funktionieren. Das heißt, ihr seht auch oben wirklich die Statistiken für das Fahrzeug, was richtig cool ist. Es gibt diesen Punkt hier, um das Vehikel zu modifizieren. Also wir können jetzt entweder den hier nehmen oder wir nehmen uns den hier. Und können natürlich hier, wie wir es auch schon kennen, den Wagen aufrüsten. Man kann hier auch seinen eigenen Text eingeben. Oder, ja, nehmen wir einfach mal der M für seine, ja, eben eh hier. Das Ganze funktioniert auch von der Steuerung her genau gleich, wie es in Los Santos Customs funktioniert. Das heißt, einfach mit den Pfeiltasten, mit Enter und zurück. Man kann hier umsprayen. Das Ganze ist allerdings nicht so wie in Los Santos mit vorgefertigten Farben, sondern es gibt hier die Möglichkeit, dass man hier die Regler selbst modifizieren kann, um sich eine Farbe auszusuchen, die man gerne hätte. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal die Farbe, ist egal eigentlich, was ich nehme. Gibt auch eben hier die ganzen Sachen, die man ja aus Los Santos Customs im Endeffekt kennt. Und auch so schön mit diesen Kamerafahrten, was ich richtig cool finde. Was, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut wirkt, sehr, sehr professionell auch in dem Fall so gesehen. Voldemort natürlich immer noch eine Beta ist. Finde ich es richtig cool, was er schon alles kann, im Endeffekt, für das, dass er eine Beta ist. So. Wir sehen auch hier, die Statistiken verändern sich natürlich auch dementsprechend, wenn wir hier was modden. Und jetzt können wir einfach wieder rausfahren aus der Garage, haben den Wagen hier. Können damit eine Spritztour machen. Und eben auch eine Neuerung ist dieses, der Mechaniker-Menü, das mit F5 können wir das aufrufen. Und das zeigt euch eben auch hier an, wo ihr Fahrzeuge habt. Es gibt auch diese Notifications hier, das ist, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was genau das ist. Wir können aber prinzipiell hier Return All Vehicles machen, das heißt, wenn ihr euch Fahrzeuge liefern lasst, bleiben die in der Welt stehen. Ihr habt auch so eine Markierung auf der Karte mit einem Fahrzeug, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal her und sagen, ich würde jetzt mir gerne hier einen Wagen liefern lassen. Und dann steht ihr auch schon da hinten mit dem, ja, der Mechaniker das auch schon hergebracht. Jetzt fahren wir eine Runde, beschließen, wir haben jetzt eigentlich keinen Bock mehr drauf. Dann können wir wieder das Menü aufmachen, hoppla, das war das falsche Menü. Und können hier machen einfach Return All Vehicles. Dann bringt der Mechaniker so gesehen alle Fahrzeuge zurück in die Garage und wir haben sie dort schön gespeichert. Dann gibt es auch diesen SPG-Editor. Der ist relativ umfangreich, der ist eigentlich dafür gedacht, dass man hier die Garagen bearbeiten kann, wenn man möchte. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ihr habt hier schöne Markierungen, die könnt ihr euch hier selbst setzen. Ihr könnt auch hier zum Beispiel einen anderen Preis einstellen für dieses Gebäude, wenn euch das zu hoch ist. Ihr könnt euch hier für die Cutscene mehrere Kammerpunkte auswählen. Ihr könnt das for sale sein, woanders hinstellen, also dieses Schild, wo steht, einfach zu verkaufen. Ihr könnt auch theoretisch hier die Kamera ändern. Ihr könnt den Spawn Point, also wo ihr spawnt, einstellen, wo ihr rausgeht. Und lauter so Sachen. Also könnt ihr viel bearbeiten. Natürlich, noch dazu gesagt, ist eine Beta. Das heißt, ich würde euch das eher nicht so empfehlen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sage ich mal. Denn ich habe damit auch schon geschafft, dass sich der Mod dann abschießt und nicht mehr funktioniert. Da muss man dann schauen, dass man wieder die Datei, die man mal bearbeitet hat, so gesehen,
weggibt, dass man die wieder auf Standard zurücksetzt, das heißt immer ein Backup auch machen. Denn es kann schon mal sein, dass man da sich dadurch die Dateien zusammenhaut und dann geht es auf einmal nicht mehr, dann geht der ganze Mod nicht mehr, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Aber ja, das kann passieren. Ansonsten, wie gesagt, ist der Mod auf jeden Fall richtig geil, dass man hier so schön... Na, okay. Ihr seht, es kann auch so passieren, dass man hier einen Fehler bekommt, dann steckt man hier drin fest. Also durchaus möglich, dass es hier Probleme gibt mit dem Mod. Wie gesagt, ist eine Beta, das heißt einfach mal, ja, nicht wundern. So, jetzt muss ich irgendwie rauskommen. So, wie komme ich hier raus? Okay. Ah, geil, ich bin irgendwo unter der Map. Gut, wie auch immer, das tut jetzt auch, glaube ich, nicht zur Sache. Also in dem Fall ist es halt so, der Mod ist, wie gesagt, eine Beta, dadurch können Probleme auftreten, aber an und für sich ein sehr, sehr cooler Mod, weil es einfach richtig gut gemacht ist mit diesen ganzen grafischen Oberflächen, sage ich mal, die wirklich ja wirken, als wären sie von Rockstar Games. Auch mit diesen Kamerafahrten, lauter so Sachen, dass man mittlerweile das kaufen kann, ist richtig cool. Das heißt, man hat sozusagen eine Einbindung einfach von diesen Garagen, die man im Multiplayer-Modus hat, auch hier für den Singleplayer. Und ich schätze mal, es wird natürlich in Zukunft auch noch weitere Features geben für diesen Mod. Das heißt, schaut auf jeden Fall im Forum immer wieder vorbei, wenn es Updates gibt und so weiter. Da werden natürlich auch Bugfixes, weil, wie gesagt, ist eine Beta noch. Kann es natürlich Probleme geben, wie auch jetzt hier zu sehen war. Aber ansonsten, wie gesagt, ein richtig cooler Mod. Kann ich nur empfehlen, dass ihr euch den mal anschaut. Und ansonsten, ja, war's das mit diesem Video. War eh lang genug, glaube ich. Und ja, wenn es irgendwas Neues gibt, erfahrt es auf meinem Kanal. Sofern ich dazukomme, schaut auf jeden Fall auf Twitter vorbei, auf Facebook von mir, meiner Seite. Da gibt es auch immer das Neueste, sofern ich dazukomme. Wie gesagt, in letzter Zeit war es ein bisschen weniger, aber ich werde mein Bestes geben, es wieder ein bisschen zu erhöhen, was Mod-Videos betrifft, beziehungsweise generell Videos betrifft. Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, ich habe in diesem Video jetzt mal mein Headset verwendet, das Mikrofon von meinem Headset. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das so war, ob das jetzt besser oder schlechter ist als mein normales Mikro. Denn ich war jetzt einfach mal zu faul, hier mein Mikro aufzubauen. Also, wenn es euch trotzdem gefällt, dann passt. Ansonsten, ja, schreibt es in den Kommentaren, dann verwende ich es nicht mehr. Gut, dann habe ich lang genug geredet, dann danke ich euch fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, Like nicht vergessen und ansonsten, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.